Oh Gott, meine lieben Freunde. Es wird wieder seltsam. Es wird wieder krank. Es ist wieder Zeit für Grounded. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ja, meine lieben Freunde, ihr seht richtig, Grounded. Es hat ein Update gegeben für Grounded. Und zwar das Shroom und Doom Update mit vielen neuen Sachen. Wir können jetzt Hauskäfer halten, also wir können jetzt die Tiere zähmen. Zum Beispiel, genau, die kleinen Dinger da, die können wir jetzt zähmen. Ich kann sie aber auch essen immer noch nach wie vor, wenn ich das will, wenn ich Hunger habe, ja. Habe ich mal gerade, nein, ich muss erstmal wieder reinkommen, lol. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Ah, ihr seid so schnell geworden, was ist mit euch los, ihr kleinen Dinger? Ich wollte es eigentlich gerade braten. Habe ich noch was zu essen dabei eigentlich? Die gute Nachricht ist, liebe Freunde, ich bin in der Lage, meinen Spielstand noch weiter zu benutzen. Wie kann man das nochmal essen? Wie ging das? Mit Space, genau. Essen wir mal die gebratene Larve. Genau, ich konnte meinen Spielstand laden. Ist nicht selbstverständlich tatsächlich. Ja, ich habe sie erwischt. Nice. Gleich mal hier an den Dörrer dranhängen. Und dich hau ich... auch gleich mit. Scheiße. Daneben, daneben. Nein, nicht das hauen, um Gottes Willen. Wie sie hier alle gleich lutschen. Guckt euch das mal an. Krass. Halt, warte, dich kriege ich. Scheiße. Ich sollte vielleicht mal eine schnellere Waffe nehmen. Benötigt ein Hackwerkzeug. Die schnabulieren hier aber gerade nicht meine leckeren... mein leckeres Fleisch hier weg, oder? Aufhängen und aufhängen, genau. Nice. Genau, also was gibt's Neues in Grounded, meine lieben Freunde? In Grounded gibt's sehr viel Neues. Wie gesagt, Haustiere kann man sich jetzt halten. Es gibt eine neue Höhle, eine neue Location für die Brutmutter tatsächlich. Also die hässliche Riesenspinne. Es gibt auch neue Sachen, die man bauen kann. Man kann jetzt Pilze züchten und kann aus den Pilzen neues Baumaterial erzeugen. Stabileres Baumaterial auch. Und kann damit auch ein komplettes neues Bautier herstellen. Einen kompletten neuen Stil. Und ja, das ist alles ziemlich neu. Und es gibt noch ein paar andere Sachen tatsächlich. Die ich jetzt gerade wahrscheinlich vergessen habe wieder. Also ziemlich viel zu entdecken. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Wir bewegen uns mal rüber zum Hub, also zum Labor. Und quatschen mal hier den Burglar an, ob er vielleicht für uns neue Sachen hat, die wir freischalten können. Wir waren ja recht sparsam gewesen immer mit den Punkten, kann ich mich erinnern. Was? Wurmzeichen an. Ja, die haben den Ton noch mal ein bisschen verbessert. Dadurch ist es bei mir insgesamt etwas leiser geworden. Ich habe das schon mal so ein bisschen angepasst, damit man trotzdem noch alles hören kann. Damit ihr vor allem trotzdem noch alles hören könnt, das ist ja ganz wichtig. Genau. Und ich glaube, genau, man kann sich jetzt einen Weevil als Haustier halten. Ich habe keine Ahnung, wie das genau vonstatten geht. Wahrscheinlich muss man den irgendwie füttern dann, schätze ich mal. Es wird so ähnlich sein, vermute ich jetzt einfach mal, wie bei Ark. Dass man die dann füttert und dann gehören sie einem oder vertrauen einem. Ich kann ja mal probieren, wenn ich hier den Saft nehme einfach. Kann ich den vielleicht in die Hand nehmen jetzt? Das wäre ja schon mal ein Indiz. Ja, tatsächlich, guck mal. Ich kann den Saft nehmen und markieren. Was ist denn, wenn ich meine Dings aus der Hand nehme und dann den Saft markiere? Sieht man den Saft in der Hand? Nee. Ich sehe mich selbst, aber das ist ja normal in Grounded. Müssen wir mal gucken gleich, wenn wir einen Weevil sehen und mal gucken, ob wir den damit Bär stechen können. Ich bin gespannt. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Grounded im neuesten Update nochmal reinziehen... dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt auch gerne in die komplette Playlist schauen. Oh, da kämpfen Ameisen gegen die Larven. Guckt mal, das ist auch neu, glaube ich. Ach nee. Nee, die wollen alle nur den armen Weevil. Weevil kann ich dir... Weevil ist gleich tot, glaube ich. Ich glaube, der Weevil ist... aber ich konnte ihm jetzt nichts geben. Das kann natürlich auch daran liegen, dass er gerade im Danger-Modus gewesen ist. Weil er ja gerade verfolgt wurde. Ich kann an der Stelle nur empfehlen, wenn ihr Grounded jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt habt,
solltet ihr auf jeden Fall eure Spielstände mal überprüfen. Denn es kann sein, dass die älteren Spielstände, wenn ihr wirklich sehr, sehr lange kein Grounded mehr gespielt habt, dass ihr die gar nicht mehr laden könnt. Also möglicherweise. Weil da steht dann zum Beispiel, dies ist ein sehr antiker Spielstand, der möglicherweise nicht mehr geladen werden kann. Boah, wie viele Ameisen hier sind, Alter. Krass. Kommt man hier noch hoch? Ja, man kommt hier noch hoch, alles gut. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss erstmal wieder reinkommen in die Steuerung und in alles. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Aber man merkt schon, dass es anders ist, allein schon an der Menge der Ameisen. Ey, guckt euch das mal an, das ist eine richtige Armee plötzlich. Früher hast du mal so eine gesehen und jetzt siehst du irgendwie gefühlt an jeder Ecke welche. Die stürzen sich auch gleich auf alles, was sie sehen. Ist ja aber auch logisch, ne? Ich meine, wenn irgendwo ein Ameisenhügel ist, dann sind ja da nicht nur zwei, drei Ameisen, dann sind da ja schon hunderte meistens. Das ist schon wieder so lange her, ne? Dass wir Grounded gespielt haben. Das ist super heftig, ey. So, wir sind drin. Und jetzt quatschen wir gleich mal mit Burglar und guck mal, was der für uns hat. Die ganzen Audiologs sind wieder da. So, Burglar ist hier hinten. Ich bin gespannt. Hast du etwas gegen pure Wissenschaft? Gucken wir mal, wir haben 2300 Punkte. Kiesel in der Brandung, was heißt das? Burglar entschlüsselt geheime Fleischkenntnisse von Chip und werkelt an dir mit Klemme und Pfannenwender herum. Das Geklopfe wirkt auf molekularer Ebene und schaltet eine neue Mutation frei. Achso, das brauchen wir nicht. Schilder Settini-Geist. Augenklappenverbesserung, Faserverband, Flaschenverbesserung, Schilderset-Kreaturen, Eichelschaufelverbesserung, Heißsporn, das ist auch eine Mutation, Leiter, spare Platz und steige steil hinauf, Schilderset-Wissenschaft, gebogene Basen, was? Gebogener Grasboden, ein gebogener, solider Boden, kann auch als Decke nutzen. Gebogener halber Grasboden, gebogener Stängelboden, gebogener halber Stängelboden, gebogene stabile Wand. Okay, da steht jetzt aber nichts von den Sachen, die wir brauchen, um zum Beispiel jetzt Pilze zu züchten und die dann zu schreddern und so. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht ein... Genau, das lief ja in Grounded so ab, man muss das Material farmen und dann analysieren lassen und dann findet man raus, was man da machen muss damit, genau. Also ich guck mal, ob er noch Aufgaben hat für mich. Marienkäfer-Gesichtspanzer. Herstellen Marienkäfer... Nee, die will ich ablehnen, oder? Wir haben schon so ein Ding gemacht, das ist voll sinnlos. Außerdem müssen wir da wieder Marienkäfer töten, das ist voll anstrengend. Der soll mir mal in einem Tag nochmal andere Aufgaben geben. Gut, dann suchen wir uns mal Pilze und gucken mal, ob wir die abfarmen können. Ich glaube, wir müssen einfach nur große Fliegenpilze schlagen mit der Axt. Dann kriegen wir das, glaube ich, schon. Was wir dafür brauchen. Ich bin gespannt. Und dann analysieren wir das. Aufpassen. Wegen Spinnen. Und dann müssen wir mal irgendwie rauskriegen, wie wir die Haustiere bekommen. Wie wir die farmen. Beziehungsweise wie wir die zähmen. So rum. Ist da eine Spinne im... Da ist irgendwas in... In der Wand drinne. Die Läuse, die wollen ja auch Saft, oder? Normalerweise schon. Hier, die kleinen Blattläuse. Kann man die zufällig mit Saft bestechen? Da ist eine. Ich will mal gucken. Geht das? Komm her. Blattlaus. Nee, irgendwie... Da muss man bestimmt irgendwas Spezielles machen. Irgendwas muss man da vorher noch machen, damit das klappt. Oh, da ist eine Spinne. Irgendwas muss man da bestimmt noch machen. Aber die Frage ist, was? Hier, warte mal. Hier die Pilze, glaube ich. Weil wenn ich die abfarme, dann kriege ich, glaube ich, das neue Material. Genau, Fliegenpilz. Guck mal. Ja, das sieht gut aus. Genau. Das müssen wir jetzt mal analysieren lassen. Fliegenpilzbrocken, genau. Wo ist denn hier ein... Nee, warte, hä? Moment. Wo ist das denn hier jetzt? Da drüben links ist ein Labor. Da gehen wir mal hin. Und lassen das mal scannen. Ich bin sehr gespannt. Ein Strohhalm vorne in den Mund stecken.
Das wäre mal eine Idee. Also ich will unbedingt ein Weevil zähmen. Das müssen wir mal unbedingt machen. Nachdem wir ihn immer wieder geschlagen haben, um an seine Nase ranzukommen. Die Kongo-Bongo-Musik. Aua! Die Kongo-Bongo-Musik ist ja gar nicht mehr am Start, wenn man angegriffen wird. Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Wo ist die tolle Kongo-Musik? Die Bongo-Kongo-Musik. Das ist ja voll lame, was da jetzt für Musik ist, wenn man angegriffen wird. Ah, nee, da ist sie wieder. Okay. Sie ist noch da. Sie ist noch da, sie ist noch da. Es ist alles gut. Ich dachte gerade, hä, wo ist die Musik hin? Labor, Labor. Was? Wer macht was? Wer ist wo? Ach du. Hässliches Vieh. Stirb. So, warte. Analysieren. Hä? Ich kann den Pilz nicht analysieren. Ungültiges Objekt. Kann ich den einfach so benutzen jetzt? Sehr merkwürdig. Wie kriege ich denn... Das ist ja komisch. Ich dachte irgendwie, man muss das irgendwie analysieren. War das nicht immer so normalerweise? Wenn ich neues Zeug bekommen wollte? Vielleicht kann ich das alles schon machen auch. Müssen wir mal gucken. Oder vielleicht brauche ich besondere Pilze. Vielleicht kann ich das nicht mit den Fliegenpilzen. Falsches... Nee, das Labor ist egal, wo man das gemacht hat. Immer. Das war nur... Es ging nur... Oh, was war das? Ah. Ach, guck mal, die haben jetzt so Samenbehälter hinten dran, die Hummeln. Krass. Aua, was? Wer, wo, was, wie, was ist denn? Ah, oh Gott, nein, ein Mosquitsch. Renn, renn, renn. Lauf, lauf, lauf. Ich will nicht jetzt gestochen werden. Keine Lust. Keine Lust auf Frust. Hau ab, Scheißvieh. Gott, wie das ruckelt. Stechmücke, na toll. Ja, die hat sich schon voll gesaugt. Toll. Das ist gar nicht so gut jetzt. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ja, los jetzt hier. Komm runter. Das ging daneben, du blödes Viech. Oh ja. Nice. Hab ich, hab ich, hab ich? Hab ich. Stechmücken, Blutbeutel und Stechmücken, Schnabel. Aber die haben wir, glaube ich, schon analysiert. Da hat man auch, glaube ich, schon irgendwas draus gemacht. Ich glaube, den Degen konnte man da draus machen, glaube ich. Ja, der Weg zum Haus ist jetzt gefährlicher geworden. Da spawnen jetzt auch leider die Mücken. Du brauchst den Burglar-Chip aus dem Gaslabor. Okay, was ist das Gaslabor? Ach, das Gaslabor. Das ist da bei dem, wo das ganze Gas ist. Kann das sein? Das ist neu, oder? Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Nein, lass doch mal den Weevil in Ruhe. Ihr seid gemein. Warum greift ihr ihn an? Und was machst du hier, du blöde Larve? Benötigt ein Hackwerkzeug. Alles wird mit Hack gemacht. Stirb. Muss mal hier schnell mal trinken. Die sind noch am Gären hier, die Knaben. Okay, warte mal ganz kurz. Dann legen wir mal schnell erstmal was ab. Wir legen mal die Pilze ab. Vielleicht können wir damit ja noch was anstellen. Hier den... Ah, den habe ich... Stechmückenschnabel habe ich anscheinend noch nicht analysiert. Okay, den müssen wir noch mal mitnehmen tatsächlich. Den Blutsack habe ich schon analysiert. Aber da ist ein Ausrufezeichen dran. Das heißt normalerweise, dass man das noch analysieren kann. Das heißt, kann ich das hier eigentlich essen? Diese Sprouts? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Inventar. Choke it down, Pete. Oh, it's worse than Dad's Brussels sprouts. Die kann man essen, ja. Aber man kann sie nicht kochen, okay. Gut, dann wissen wir ja Bescheid. Also ich muss zu dem Gasdings. Warte mal, habe ich meine Gasmaske dabei? Nee. Ich habe ja eine Gasmaske gemacht gehabt. Jetzt muss ich schon mal gucken, wo die nochmal war. Nee, warte mal, E. Hier ist die Gasmaske, aber die ist schon ziemlich kaputt. Vielleicht noch eine machen? Hier ist noch eine. Hier ist noch... Alter, es sind viele Gas... Okay, wir nehmen einfach die beiden, die so ein bisschen schon so angefressen sind, einfach mit. Würde ich sagen. Und dann gehen wir mal da hinten in den
stinkenden Bereich. Bin gespannt. Du musst das Püriergerät und den Ofen freischalten. Ja, aber wie mache ich denn das? Das ist Ton. Okay, aber man kann mehr machen. Guckt mal. Das, so viel ging vorher, glaube ich, nicht. Stängelsäule. Genau. Was haben wir hier? Das kennen wir, glaube ich, schon. Das kennen wir. Saftfänger. Okay, das kennen wir, glaube ich, auch schon alles. Ich gehe einfach mal schnell darüber in dieses Labor. Ich hoffe, eine angelutschte oder zwei angelutschte Gasmasken reichen aus. Oh, nee. Nee, 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 nicht schon wieder. Aua, Alter. Viel zu viele Gegner. Ich glaube, ich schwimme lieber. Scheint mir schlauer zu sein. Da ist auch irgendwie nicht so viel los im Wasser. Wie schalte ich denn das Püriergerät und den Ofen frei? Oh nein, 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 nein. Bin ich unter Wasser sicher? Bin ich sicher? Bin ich sicher? Ich bin nicht sicher, ob ich sicher bin. Ah! Ich höre sie bereits. Nimm mal die Dings. Die muss man doch abhängen können. Das kann doch nicht sein. Pass auf, am Ende habe ich 10 von den Dingern am Hintern kleben. Wie sich durchnavigiert. Ich muss ihn echt angreifen. Das gibt's nicht. Was denn jetzt? Oh Gott. Bin rausgetappt. Stirb. Tot? Jawohl. Okay, wir müssen den Rüssel ja auch noch analysieren. Warte mal, wo ist das nächstgelegene Labor? Okay, da ist ein Labor. Da gehen wir jetzt einfach mal straight hin. Das liegt auf dem Weg. Ganz ehrlicherweise habe ich sehr viel wieder vergessen. Das wird also sehr lustig. Weil ich wahrscheinlich erstmal wieder komplett falsche Sachen mache. Hier war die Spinne immer drin. Ja, hat sie immer gechillt. Und dann habe ich sie... Ich habe die immer durch die Löcher beschossen, weil die zu doof waren, den Weg zu finden. So hatte ich es gemacht. Ich erinnere mich. So viel, wie du noch kaufen musst und so teuer, wie das ist, brauchst du jemanden, der für dich farmt. Na, das sind ja alles, das meiste davon sind einfach nur Deko-Sachen, die da gefarmt werden können. Man kann auch irgendwie jetzt mehr mit dem ganzen Essen machen, was da rumsteht. Zum Beispiel mit diesem Apfel da. Was mir aber auffällt, ist, die Unschärfe ist wieder drin. Die Entfernungsunschärfe, die ich eigentlich schon mal weggemacht hatte. So, warte mal, jetzt muss ich schon mal gucken, wo ist der Dings? Ah, ich bin vorbeigelaufen, Moment mal. Ich muss zu dem Labor rüber. Ich muss den Stechrüssel analysieren lassen. Ah, guckt mal hier, ein Apfel. Soll ich da mal was mitnehmen? Vielleicht kann ich das ja auch analysieren. Warte mal. Guck mal mal. Da, 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 da. Ha, frische Apfelbrocken. Guck mal mal. Kann man die analysieren? Nee, aber die kann ich essen. Better than starving, I think. Abfall. Lecker Abfall. Man muss auch mal Abfall essen. Nicht schlecht. Immer schön zwischen die Kiemen stopfen. Nice. So, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier ein Audiolog. Oh Gott. Ah, geht weg. Lasst mich. Ich will hier analysieren. Aua, ich bin am Analysieren. Hört auf, mich anzugreifen, ihr Schweine. Ey, das gibt's doch nicht. Kleines Mistvieh. Nicht mal in Ruhe analysieren darf man hier. Warte mal jetzt. Was habe ich jetzt bekommen? Jetzt habe ich nicht drauf geguckt, was ich bekommen habe. Ganz klasse. Irgendwas habe ich irgendwie... Ah! Nein, nicht Schlangen, nicht Schlangen. Ja, nimm sie. Komm, ist deins. Ja, dort oder nicht. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gekriegt. Ah! Wow, was ist denn hier los, Alter? Ich hau mal lieber ab. Was ist das? Was ist denn das? Moment mal. Pollen! Moment mal! Das müssen wir analysieren. Nein, ich häng fest. Moment, ich brauche. Hey, gib mir mal hier oder da. Warte, warte, warte. Schlag! Dieser verdammte Input-Lag. Dieses Spiel hat immer noch diesen Input-Lag. Hier, Pollen analysieren. Da kriegen wir bestimmt auch irgendwas. Was ist das? Shinobi-Schnupfen. Was? Kenobi? Obi-Wan Shinobi. Ein Shinobi-Schnupfen. Eine Pollenbombe. Die dich für kurze Zeit vor deinem Gegner unsichtbar macht. Was? Bitte was? Unsichtbarkeit, Magendrücken und minus Angriffsschaden. Okay, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Ein Shinobi-Schnupfen. Weißt du, Bärscheid. Wir machen uns mal weiter auf den Weg in den gefährlichen Bereich. Oder wollen wir noch mal kurz einen kleinen Abstecher machen? Hier drüben war ja eine von meinen Basen.
Wenn ich mich recht erinnere. Warte mal. Hier auf der anderen Seite von dem Ding. Vielleicht da nochmal einen ganz kurzen Nachtabstecher machen. Dass wir tagsüber dahin gehen vielleicht. Als Allergiker freue ich mich da natürlich richtig drüber, ne? Wenn ich sowas finde. Aus Pollen hergestellter Shinobi-Schnupfen. Oh, hier sind, Dinger. Federn. Wir brauchen aber, Moment mal, doch, warte mal, wir brauchen tatsächlich Federn, weil wir stellen daraus ja Pfeile her, fällt mir mal gerade so auf. Ah, warte, schon wieder. Warte, du. Moment. Ich frage mich, ob jetzt, wenn ich die Feder jetzt zerschlage, im Gegensatz zu den anderen Versionen, ob da jetzt auch was liegen... Okay, es sind nur Säcke, die liegen bleiben, aber... Oh, was? Es sind aber sehr viele Säcke, die da liegen bleiben, nicht schlecht. Sind aber immer noch die alten Säcke, die da liegen bleiben. Es sind keine neuen Sachen oder so, es sind immer noch alte Säcke, die da liegen bleiben. Genau wie früher. Wenn man die Feder schlägt, bleiben alte Säcke zurück. So ist das, hat sich nicht verändert. Ist immer noch so. So, wo bin ich? Bin ich richtig? Ja, ich muss zu diesem zentralen Ding und da... Ja, hier genau. Hier können wir nämlich mal kurz schlafen. Da bin ich dafür. Dass wir mal die Nacht nochmal überspringen. Und vielleicht hier hinten nochmal... zum Pinktreckchen gehen, warte. Nochmal schnell was trinken. Mal schnell nochmal Saft zuzeln hier. Die Kraft des Saftes und so. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, wie man die Tiere zähmt, ne? Das wäre schon irgendwie mal geil. Das mal zu wissen. Wenn ihr das wisst, auch Dinge zum neuen Update und so, könnt ihr das natürlich immer jederzeit ganz herzlich gerne schreiben. Dann kann ich das nämlich ausprobieren. Soweit ich dazu komme dann, natürlich. Kann das sein, dass sich das Gelände hier ein bisschen geändert hat? Irgendwie sieht das so komisch aus hier, ne? Wie hier die Tür so reingeht in den Boden. So, kann ich schlafen? Nee, noch nicht. Aber gleich. In 30 Sekunden quasi. Sehr schön. Ja, wie kann ich Tiere zähmen? Das ist die große Frage. Wie kann ich das machen? Also ich würde ja vermuten, man müsste ihnen irgendwas geben, die irgendwie bestechen oder so mit irgendwas. Das wäre so meine Vermutung. So würde ich rangehen. Ich kann ja mal... Was? Lounge? Ah. Ich würde ja vermuten, man kann irgendwie die Tiere füttern. Aber man weiß es am Ende des Tages nicht, ne? Vielleicht gibt es da ja auch eine Mission. Zähme einen irgendwas und dann wird dir erklärt, wie es geht. Hector hat mit Prime abonniert. 4 Monate schon. Moinsen und Dankeschön. Vielen Dank. Ja, müssen wir mal gucken. Wird auf jeden Fall spannend. So, gleich müsste ich in der Lage sein, zu schlafen. Und dann geht es weiter in den komischen Dunstbärreich. Ich bin gespannt. Ja, jetzt. Jetzt kann ich schlafen. Wie kann ich aufstehen? Jetzt. Schlafen. Tiny Pete's ready for some. Genau, der Tiny Pete restet jetzt Tiny, genau. Tiny Pete gibt sich den Tiny Rest. Dann mach mal, Kollege. Oh, ich muss trinken, warte. Hier so. Und essen muss ich auch was. Soll ich mal die Pollen essen? Ah, die kann ich gar nicht essen. Och. Dann rein mit den Brustelsprouts. Was? Irgendwas ist passiert. Oh, mein Leben! Mein Leben ist gefallen. Warum? Ich sollte die wohl doch nicht essen, glaube ich. Ich sollte vielleicht mich nach einer alternativen Nahrungsquelle umsehen. Ist nur so ein Gefühl. Kann ich den Saft denn konsumieren? Wie war denn das? Nee. Geht auch nicht. Na toll, da habe ich mir erstmal schön Leben abgezogen. Hä, aber die habe ich doch aus diesem Labor gehabt, oder? Aus dem Unterwasserlabor? Habe gedacht, die kann man essen. Aber ich darf scheinbar nicht so viele davon essen. Aber analysieren kann ich sie auch nicht. Okay, das kann ich aber essen. Genau, ohne dass ich da Probleme kriege auch. Das sind Energieriegel, die sollten okay sein. Muss ich mal eins kurz gucken. Ich muss mich, glaube ich,
Genau, hier müssen wir hin, glaube ich. Oder da. Verlorener Burglar-Chip. Genau, da müssen wir hin. Den müssen wir besorgen. Hast du schon so Pilzmatsche gemacht? Ich habe das Gerät dafür noch nicht. Ich schätze mal, dafür brauche ich diesen Burglar-Chip, um das zu wissen, wie ich das machen kann. Also wir müssen es quasi erstmal freischalten. Dazu müssen wir jetzt in diesen Giftbereich rein und diesen Chip rausholen. Das trifft sich aber gut, weil ich muss noch einen infizierten Rüsselkäfer töten. Und dann habe ich nämlich die Quest abgeschlossen. Das heißt, zwei Fliegen in eine Klapse stecken oder so. So, warte mal, jetzt muss ich mal hier die Dings anziehen, hier die Gasmaske. I feel a little less squishy now. Damit ich nicht hier jetzt ersticke. Das war doch hoffentlich die Gasmaske, oder? Was? Wer macht was? Wo? Ach, die Dinger. Nee, die, gegen die will ich jetzt nicht kämpfen, ey, ohne Scheiß. Ich muss erst mal gucken, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Warte mal. Ah, ist schon richtig. Bisschen links halten. Ich weiß gar nicht mehr, was es hier so für Viehzeug noch so gab, eigentlich. Es gab diese kleinen Wanzen, es gab die explodierenden Weevils. Gab es noch irgendwas hier? Irgendwas Größeres? Nee, oder? Spinnen gab es hier, glaube ich, nicht. Soweit ich mich erinnern kann. Aber gut, kann ja immer auch neue Viecher geben, ne? Nach einem Update. Das ist ja immer so die Frage. Da hinten leuchtet irgendwas. Ich glaube, da ist der Zugang. Kann man das eigentlich jetzt? Den Schnodder? Ne, den Schnodder kann man noch nicht abfarmen jetzt. Da ist das Labor. Rein ins Labor. Haha, es geht auf. Früher ging das nicht auf. Ah! Oh nein, weg, 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 weg. Er platzt, er platzt. Habe ich den jetzt offiziell getötet oder nicht? Warte mal, ich sollte vielleicht lieber mal die Pfeil und Bogen benutzen. Wenn es darum geht, den infizierten Weevil... Oh Gott. Oh Gott, meine lieben Freunde. Es wird wieder seltsam. Es wird wieder krank. Es ist wieder Zeit für... Grounded. Oh, ein Audiolog. I require additional equipment and supplies to complete the XP expanding platform prototype. Luckily, I happen to know exactly where such things can be obtained. Unfortunately, it seems unlikely that Armament will agree to any requisitions, thus I am forced to borrow what I require. Virgil, climb into the shrinking. Oh, warte mal, nee, den. Once you have been miniaturized, I will communicate with you via Scabby and guide you through disabling the armored security apparatus. Understood? Nice, 100 pure Wissenschaft. I don't have any records of this burgled purge recording. But Ruby's corporate legal standards require that all official communication records are retained for all time throughout the... Do it. Jawohl. Wow, oh Gott. Ah, was ist das? Plasma, Plasma. Ah. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Du warst das. Ah, platzt der, platzt der? Und der gibt nur 100 pure Wissenschaft. Der hat gerade mit einem Protonenpäckchen auf mich geschossen. Ah, der Nächste. Los, fall oben, genau. Aber das gibt ordentlich Wissenschaft, darf ich das mal sagen? Wow, oh mein Gott! Nein, nein, nein. Baba, es leckt. Es ist ausgetappt. Hab ich ihn? Oh Gott, ich hab ihn, glaube ich. Ich hab ihn bekommen. Ich hab die Dings abgeschlossen. Oh, das gibt richtig Wissenschaftspunkte hier, nice. Muss mal kurz gucken. Oh, oh. Ich glaube, meine Gasmaske ist nicht mehr so gut. Hä, warte mal. Gasschutz. Hat er die schon... Oh, der hat die schon auto... Ich muss raus, ich muss raus. Ich muss schnell weg. Die Gasmaske hält nicht mehr. Ich muss schnell raus. Die ist kaputt, die eine. Der hat die direkt gewechselt. Der hat die direkt gewechselt. Ich muss mir eine neue Gasmaske machen, bevor ich da weitermachen kann, tatsächlich. Schnell weg, schnell weg. Ich glaube, ich habe noch genug Rüsselkäfernasen. Die brauche ich ja dafür. Muss ganz schnell raus. Ganz, ganz, ganz schnell. Was ist das da vorne? Irgendwas ist da. Oh, oh, das ist eine Spinne. Nee, oder?
Nicht im infizierten Bereich. Das ist doch Betrug hier. Einfach rausrennen, schnell rausrennen einfach. Müsste ich nicht schon längst raus sein eigentlich? Ah, hier, okay. Ah, was ist das? Da war ein Nest von der Spinne, glaube ich. Ach ja, stimmt, das war dieses komische Loch, wo man da... Ah! Nein, renn! Ich bin raus, ich bin raus, ich hab's geschafft. Wie viel habe ich noch übrig auf der Gasmaske? Ah! Stirb, du Mistvieh. Netzfaden. Ja, Netzfaden kann man mal ganz gut gebrauchen. Oh, Alter, ich wäre fast weg gewesen. Heiligsblechte. Ich weiß nicht, ob man die reparieren kann, tatsächlich. Müssen wir mal gucken. Also Pilzmatsche müssen wir freischalten. Wir müssen nochmal in dieses Labor rein, alles klar. Aber jetzt müssen wir immerhin, was wir tun müssen. Das ist schon mal gut. Geil. Oh, Vorsicht, da war eine Spinne. Vielleicht ein bisschen hier so außenrum. Lieber ein bisschen Abstand halten, nicht in die Spinnen reinrennen. Schon gar nicht in die Wolfsspinnen. Ich erinnere mich, dass die ziemlich stark gewesen sind. Repair geht. Ja, aber die Frage ist, mit was? Es gab ja zwei Reparaturdinger. Reparieren. Gucken wir mal. Ah, mit Fliegenpelz und grobes Seil. Okay. Grobes Seil ist kein Problem. Fliegenpelz bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Es gab am Ende bei den letzten Mal nicht mehr so viele Fliegen tatsächlich. Da waren, die waren relativ selten geworden dann. Kann ich mich erinnern. Am Anfang waren sie eine richtige Plage noch und dann waren sie irgendwie selten. Passenderweise genau dann, wenn man den ihren Pelz besonders dringend gebraucht hat. Aber hatte man zum Reparieren nicht ursprünglich immer diese Reparaturkits gebraucht? Irgendwie so ähnlich war das doch. Wenn wir jetzt eine Fliege finden, könnte ich das reparieren. Dann müssten wir jetzt nicht lange rumtun. Aber find mal eine Fliege hier. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Die waren ja bisher eigentlich immer hier am Wasser gewesen, normalerweise. Muss auch voll aufpassen, hier watschelt auch immer die Wolfsspinne durch. Ich sollte vielleicht mal mich ein bisschen fernhalten hier. So, da hinten war ja noch ein Haus von uns, genau. Und da waren sie ja immer am Start. Früher zumindest. Fliegen sind am Baum. Ja, jetzt mittlerweile. Ja, früher waren sie da an unserem Haus immer in riesigen Mengen. Ja, ich hole mir jetzt da nochmal Wasser schnell. Muss nämlich meine Flasche noch einmal voll machen, sehe ich gerade. Oh ja, hier ist schön viel. Nice. Wunderbar. Was umstellen? Okay. Nice and clean. Nochmal schnell trinken hier. Hier habe ich meinen Basketballkorb gebaut. Genau. Warte mal, ist da Fliegenfutz zufällig? In einer der Kisten? Nein. Vielleicht hier? Nein. Und hier ist ein Bett zum Schlafen. Okay, gut. Bin ich auch wieder im Bilde jetzt, was es hier gab. Also zum Baum. Oder vielleicht erstmal tatsächlich nach Hause. Ich schwimme jetzt einfach mal hier quer durch, damit wir die ganzen hässlichen Mücken vielleicht umgehen, die uns sonst wieder angreifen direkt. Da habe ich nämlich keine Lust drauf, die immer Platz zu machen. Die machen mir auch immer meine Panzerung kaputt. Ich würde die nach Möglichkeit gerne links liegen lassen. Aber hier war es doch immer diese Wasserflöhe normalerweise früher. Da ist auch keiner mehr am Start. Guckt mal. Also ich sehe keinen mehr, sagen wir es so. Der kleine Slimer. Ich weiß immer noch genau, wie der dann durch die Luft geflogen ist noch. Wie der Ghostbuster-Slimer. Da hinten. Wir können ja dann die Rutsche benutzen, wenn wir schnell wohin wollen. Inventar voll. Genau, das ist mein Rutschturm, den ich da gebaut habe. Oh, ist das ein Moskito da links? Nee, das ist eine Hummel, okay. Oder eine Biene. Eine Biene ist das. Kann das sein, dass die Pollen fallen lassen? Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Slimer ist wieder da. Und er macht genau dieselben Geräusche wie der Slimer. Das ist ja geil.
Tja, die Wasserflöhe sind immer durch die Luft geflogen, stimmt. Weil sie nicht wussten, wo sie spawnen sollen. Ha! Wir sind wieder da, meine lieben Freunde. Wir sind wieder da. So, dann gucken wir doch gleich mal nach Reparatürchen. Vielleicht erstmal ein paar Sachen ablegen. Guck mal. Guck mal, da ist Fliegenfutz. Fliegenfutz? Das komische Zeug hier packen wir gleich mal raus. So, die Nadeln von dem Moskito packen wir mal auch raus. Die Pollen packe ich mal auch raus. Die brauchen wir nicht. Fliegenfutz. So, was war das andere, was ich brauchte? Moment. Das andere, was ich brauchte, war jetzt... Hier reparieren. Fliegenfutz und... Okay, reparieren. Gut. Dann vielleicht die andere auch noch. Kann ja erstmal meinen Helm wieder aufsetzen. Wo nimmt er sich eigentlich das grobe Seil her? Nimmt er sich das einfach aus den Containern, die hier rumstehen? Weil guckt mal, 16 Einheiten. Ja, ich glaube schon, oder? Der nimmt sich das einfach aus den Containern, die hier rumstehen. Ich hab ja so viel nicht im Inventar. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil gelöst. Das ist mal Quality of Life. Du musst nicht ständig Inventar-Tetris machen und deine Kisten durchsuchen die ganze Zeit, wenn du was craften willst oder reparieren. Das ist richtig, richtig, richtig gut, Mann. Sowas wünsche ich mir auf jeden Fall. Richtig, richtig fett Daumen hoch an der Stelle mal. Aber wirklich, beste Änderung, ey. Beste Änderung. Guck mal, der hat das auch direkt irgendwo jetzt in die Kiste geschoben hier. Ah, hier, okay, an der Stelle. Nice. So, jetzt haben wir zwei volle Gasmasken. Wunderbar. Nice. Was ist das hier eigentlich gewesen? Kieseldolch, okay. Ach, das sind hier die Schwimmflossen. Warte mal, die brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht, wenn wir in den Dunstbereich reingehen. Und den Blutsack, den können wir, glaube ich, auch wegpacken. Genau. Und dieses Atemgerät brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Mach das mal zu. Oh, was schlabbert denn da so hässlich? Wer oder was schlabbert denn da so hässlich? Guck mal, das packen wir alles jetzt weg. Nice. Irgendwas schlabbert hier draußen. Ach ja, apropos schlabbern. Ich sollte vielleicht auch mal die... Wo ist mein Dörrfleisch? Nein, jetzt mal ernsthaft. Wo ist das hin? Ich habe 4 von diesen Dingern da dran gehängt. Wo sind die hin? Die wurden mir geklaut. Mein Essen wurde gestohlen. Das kann doch nicht wahr sein. Don't even need to boil it. Ja, wow, sowas schon. Sauerei. Okay, merken, braten und essen ist scheinbar doch etwas sinnvoller, als es erst auf das Trocknungsdings zu holen. Es wurde mir geklaut, ich wurde beklaut, ich bin beklaut worden. Schweinerei. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.